Herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Wir sind immer noch auf der Piazza Lanatra. Und ja, was soll man sagen? Also jetzt kommt zum einen die Promotion von Cheesy Gubbins. Und Promotion ist hier also Werbung gemeint. Promotion quasi, nicht Beförderung, sondern Werbung. Und ja, diese Ansicht hier ist eine, die uns anzeigt, wie gut denn hier die Schulnoten von dem einen oder anderen sind. Und ich muss sagen, hier sitzen doch wohl einige rum, die noch deutlich an ihren Schulnoten arbeiten könnten. Ne? Sozialleben, ja, akademisch, Lernkurve sieht eigentlich ganz gut aus, aber irgendwie auch wieder nicht. Ne? Also Happiness haben wir hier, ja, und das sind die Schulnoten. Tja, also eigentlich sieht es ganz gut aus. Lernkurve, Stufe 1, aber vielleicht ist das auch dem geschuldet tatsächlich, dass die noch in Jahr 1 von 3 sind, noch auf der Stufe 1 und deswegen schlechter dastehen. Na, weil die Grünen hier sind auf Stufe 5 im Jahr 1, also die könnten auf jeden Fall mehr. Und der hier hat entweder gerade angefangen oder, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir den mal zur Nachhilfe schicken. Genauso wie den und den und den und den. Ja, lassen wir mal so laufen. Dann machen wir mal diese Übersicht wieder aus und gucken mal, wo denn jetzt hier der dieses komische Maskottchen rumläuft. Da kommt's. Two Point Counties Vorzeigegoblin für Käseangelegenheit. Dieser Botschafter ist für die Lieblingsleckerei des Countys. Dieser Botschafter für die Lieblingsleckerei des Countys ist aus diversen kulturellen Glanzstücken bekannt, darunter das Cheesy Gobfest, das offizielle Cheesy Goblin Sammlerkartenspiel und natürlich die Zeichentricksendung, die Cheesy Goblins. So, Auswertungsfortschritt, keine Ahnung. Achso, der ist jetzt Auswertungskriterien. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, er bewertet irgendwas. Sauberkeit, keine Ahnung. Auswertungsfortschritt 25%. Haben wir auf dem Konto. Wenn ich mir das hier so angucke, dann können wir jetzt auch vom Geld her tatsächlich noch einen weiteren Block hier hinstellen. Wow! Was haben wir denn hier? Stern Nummer 1. Wir haben eine neue University freigeschaltet, nämlich die Mitten University. Neuer Campus. Dann haben wir eine Bühne freigeschaltet und gibt es wirklich Leute, die das Essen von Studierenden essen? Wie mutig! Die können doch etwas Farbe vertragen. Zurück in den Ofen mit ihnen. Vielleicht komme ich wieder, wenn sie mit dem Lernen fertig sind. Ja, Tarkin Foxbridge, Bildungsminister. Von mir aus. Das gibt einmal, wow, 10.000 auf unser Konto. Plus 100 Kudosch. So, und dann gucken wir uns den Burschen noch mal weiter an. Der ist dabei mit 50%. Die müssen alle aufs Töpfchen. Heißt, hier fehlt auf jeden Fall das ein oder andere. Das ja, können wir natürlich auch so nicht auf uns sitzen lassen. Dementsprechend kopieren wir einmal die Toiletten und bringen sie hier vorne mit rein. Können wir erstmal da oder brauchen wir die hier so? Ja, bringen wir mal da mit rein, die Toiletten. Wow. Kostet natürlich auch alles ein bisschen, ne? Haben wir direkt wieder viel, viel Geld ausgegeben. Hier ist die Liebes- und Freundschaftsbank. Das ist auch in Ordnung. Guck mal hier nochmal rein. Bilanz annehmen, Wunsch nach Rosengarten. Dafür haben wir kein Geld. Also belassen wir das da und ja. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. So, und hier fehlt jetzt also wieder, ja, da macht gerade Pause wahrscheinlich, fehlt wieder einer. Dann das County-Kochduell müssen wir jetzt gewinnen für den 2-Sterne-Campus. Clubstufe 5 brauchen wir. Na, aber da sind sie ja dabei, 23 Clubmitglieder. Was können wir denn bei der Ausstattung hier ändern?
abnehmender Mond. Der wäre zum Beispiel neu. Ist halt immer die Frage, ob man das hier wirklich alles so hinstellen möchte, ne? Ach, guck mal, da fliegen sogar so Sternchen durch die Gegend. Aber den könnte man zum Beispiel auch hier hinstellen. 5000. Wow. Dinge einfach zur Grundausstattung, wie etwa Kekse, eine Taschenlampe, Wasserflaschen und so weiter. Aber es ist doch nichts gegen etwas persönlichen Stil. Ich zum Beispiel habe in meinem Panikraum eine Bowlingkugel. So, die können auch immer nicht schaden, sollten auch nicht fehlen. So, hier hätten wir jetzt einen Hotdog-Kiosk, den sollten wir auch auf jeden Fall noch bauen. Hotdog-Kiosk, dann kommt hier sehr gerne noch so ein Ding hin. Ich muss noch mal ein bisschen aufs Geld gucken. Weil dafür müssen wir ja auch noch Menschen einstellen. So, dann kommt hier noch ein Kaffee-Kiosk hin. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir dafür jetzt noch genügend von unseren Assistenten einstellen können. Ja, die sind eigentlich eher so für andere Dinge da. Bewegungstempo von mir aus. Ich hoffe, der stinkt nicht. Ja, das passt. So, und wir haben genug Geld bekommen, dass wir noch weitere einstellen können. So, gucken wir mal rein. Ja, 17.000, das reicht auf jeden Fall. Lässt Müll fahren. Ja, okay, ist auch in Ordnung. Kommst du damit hin? Und dann brauchen wir bitte noch einen weiteren neuer Bewerber in 6 Tagen. Ja, ist eher für die Bibliotheksverwaltung da, ne? In 4 Tagen gibt es einen neuen. Oh, was haben wir denn hier? Was zur Hölle? Das sind irgendwelche Frösche, die da rumliegen. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir müssen noch einen Hausmeister einstellen. Was ist mit dem hier? Der ist doch günstig. Bewegt sich langsam als der Durchschnitt, kneift sich immer in den Arm. So, 20.000, 23.000. Also dem, ja, bewegt sich auch langsamer. Dann nehmen wir doch den hier. So, Müll auffegen, Stufe 10. Also, wir brauchen in jedem Fall mehr von diesen Hausmeistern, die jetzt hier für Ordnung sorgen. Und wir brauchen, wie gesagt, noch einen weiteren Bewerber. Mal gucken. Aha, der ist doch gut. So, und jetzt werde ich tatsächlich noch einen weiteren Hausmeister einstellen, ne? Aber einen, der günstig ist, bitte. Schauen wir mal. 0 Tage. Ah, der ist auch teuer. Clarabelle. Ja, ich hoffe, sie läuft jetzt lang und wird sich nach und nach einen von denen hier einverleiben. Ja, und hier gibt es auch Gott sei Dank so ein bisschen zumindest. Da, der Bücherwurm, da haben wir ihn wieder. Oh, da habe ich doch ein C gesehen. Was war hier los? C plus, Junge, du gehst zur Nachhilfe. Aber sowas von gehst du zur Nachhilfe. So, gucken wir nochmal rein. Der hier ist zum Beispiel auch gar nicht mal so gut. Du gehst auch zur Nachhilfe. Was mit dem hier? C plus, du gehst auch zur Nachhilfe. Ja, B plus ist schon besser. 5, die da zur Nachhilfe müssen. Ja, okay, das passt. Häufige Fragen. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. Tja, ich schon. Einige, tatsächlich. Überwachung halte ich persönlich nicht viel von. So, dann gucken wir aber auch nochmal den Terminplan. Das haben wir jetzt gelernt, dass das wichtig ist. Dieses Jahr, Folgejahr. Hier fehlt einiges. Also, da fehlen noch Gastronomie, Wissenschaftslabor. Das ist aber das Folgejahr, ist egal. So, gucken wir also mal hier rein. Neues Event erstellen. Dann bräuchten wir hier also das County-Koch-Duell.
Ja. Stufe 8 haben wir hoffentlich. Event planen. Muss jetzt also auch tatsächlich hier mit rein. Event buchen. Und dann hätte ich ganz gerne noch weitere Sachen. Zum Beispiel hier diese Komödie. Event planen. Ja, bauen wir hier mal mit rein. Kostet auch 4000. Wow. Und können wir vielleicht noch ein Event planen? Die Aufenthaltsraumparty. Das kostet 7000. Ah, braucht eine Bühne dafür. Und das braucht einen Aufenthaltsraum. Ja. Event planen. Machen wir mal zum Abschluss. Okay, also zum Abschluss des Jahres wird hier ordentlich gefeiert. Nahrungskette. Siehst du mich nicht? Also setze ich auf. So, Cheesy Gubbins war da. Hat seine Genossen, freut sich schon auf den nächsten Besuch. Halt die Augen offen. 2000 für uns. Und ja, das ist die Ja, okay. Die Bewertung, hätte ich gerade gesagt. Wie etwa Glöckchen an strategisch platzierten Schnüren. Hörst du es bimmeln? Hast du Besuch? So, wir sehen, dass hier tatsächlich der eine Nachhilfslehrer viel zu tun hat gerade. Empfehle ich Rechen. Niemand erwartet einen Rechen. Schön, wie sich alle rumoxidieren und am Pennen sind, um Powernapping zu lernen. Aber auch hier möchte ich gerne noch mal reingucken, was denn die Clubausstattung angeht. Was wir denn dazu brauchen? Speedwalking-Rad. 50 Kudosch. Boah, 5000. Wow, eine Rennstrecke. Kostet 10.000, haben wir aber kein Geld für. Ja, und hört sich ja eigentlich erstmal nicht verkehrt an, ne? Wobei ich das Ding hier mal nehme und dann eher hier vorne hinpacke. Und dann kann der ein oder andere damit rein. Ja, spannend, dass die meisten trotzdem noch hier außen rum gehen. Aber vielleicht hält ja jetzt der eine oder andere hier an und sagt, ach ja, ich nehme nochmal einen kleinen Burger. Was mit ihr hier, Dozentin? Ihr nicht ganz so, ist müde, schwache Blase, blitzblank. So, hier ist auch mega dunkel in dem Raum. Ach, das ist die Komödie, die gerade gezeigt wurde, ne? Oder... Oh, monatlicher Gewinn minus 953. Ja, wir können auch gleich nochmal gucken, wenn wir dann wirklich mal wieder ein bisschen mehr Geld haben, dass wir anfangen, unsere Schulden abzuzahlen. Ja, das machen wir später, wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld eingenommen haben. County Kochduell startet in 14 Tagen. Wer ist das? DJ Sue. So, Kinder, dann legt mal alle schön los hier. Wir brauchen gute Noten. Ja, und wir brauchen Campus Stufe 12. Und ein Club der Stufe 5 haben wir auch noch nicht. Das werden wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr machen. Und mit dem County-Kochduell, das wird sich gleich zeigen, ob unsere Studierenden schon gut genug waren dafür. Ja, hier fehlt der Lehrer, der macht gerade Pause. Und jetzt geht das Kochduell los in wenigen Tagen. Natürlich auch in unserer eigenen Küche hier. So, und jetzt bin ich gespannt, ob es noch was anderes gibt als die Burger. So, da wird sich erleuchtet. Ah, ne, es gibt tatsächlich wieder nur die Hotdogs. Nicht Burger, sondern Hotdogs. Zack, rein damit. Kriege ich auch schon wieder Hunger. Wunsch nach Rosengarten. Haben wir nicht, haben wir nicht. Ist alles zu teuer.
Ja, geht nicht weg, die Meldung hier. Na, aber auch das hier können wir tatsächlich nochmal hier mit hinbauen. Ein Wasserspender. Finde schon, das ist wichtig, hier auch die Wasserspender noch zur Verfügung zu stellen. Na, da pennen die ersten mit ihren kleinen Kochmützchen. So, und da haben wir doch jetzt hoffentlich auch den dritten abgebacken. Ne, war erst der zweite. Da kommt der letzte Hotdog. So, 3 von 3 Häkchen haben wir. Jetzt bin ich gespannt, was die Meldung sagt. Haben wir das County-Koch-Duell gewonnen? Und wann startet unsere Party hier vorne? Also, County-Koch-Duell. Glückwunsch, du hast das County-Koch-Duell gewonnen. Deine Studenten sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen und zwar mit doppelter Schlagsahne. Das hört sich doch gut an. Bilanz, ja, kleiner Gewinn. Und hier nochmal 3000 obendrauf. Sieht gut aus. Ja, mit dem Club Stufe 5, da geht es auch langsam in die richtige Richtung. Und die Campus Stufe 12, die werden wir natürlich auch noch erreichen. Was haben wir hier? Achso, der hatte den Wunsch nach diesem Bücherregal. Was soll ich sagen? Haben wir nicht genügend Kudosch für. Können allerhöchstens nochmal gucken, ob wir hier oben noch irgendwas haben, was wir freischalten können. Da gibt es 50 Kudosch dafür. Und ansonsten haben wir hier derzeit nichts, was wir noch nehmen können. Aber jetzt können wir nochmal reingucken hier bei den Burschen, ob wir jetzt vielleicht genügend davon haben. Bücherregal wäre hier. Aha, jetzt geht's also. In der Bibliothek. Für 100 Kudosch freischalten. Dann wollen wir doch mal gucken. Die Bibliothek befand sich ja hier vorne, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann könnten wir hier tatsächlich oder da vorne, deswegen habe ich das hier noch freigelassen, dieses Ding hinstellen. Oder? Wo muss das hin? Ich glaube schon, dass es dahin muss. Theoretisch müsste er jetzt happy sein. Hier haben wir eine Frage von Gyro. Aha. Duckworth. Herausforderung abgeschlossen. Wie verbringst du im Panikraum am liebsten die Zeit? Vielen Dank für die Frage, Gyro. Ich kann mich stundenlang mit einem Flummi amüsieren. Einmal war ich davon. Ja, und noch machen die hier nicht genügend gewinnen, möchte ich meinen. Hat die Reparatur gerade 150 gekostet. Ach, Mensch, Jungs. Bilanz, ja. Also, wir sind noch nicht so richtig. Wir sind noch nicht so richtig im Plus. Aber es geht in die richtige Richtung. SZ-Party wollen sie haben. Kostet aber 8000. Wir haben 9000. Na ja, gut, komm. Dann machen wir das eben nochmal. Ein bisschen was kriegen wir auch wieder. Achso, 361 Tage Zeit haben wir. Ja, komm, da müssen wir jetzt nicht machen. So, Nachhilfezimmer benötigt einen Dozenten. Ja, der wird ja hoffentlich gleich wiederkommen. Ich glaube, der macht gerade Pause. Irgendwo da hinten schillt er gerade. Genau, hier wird ein bisschen Darts geworfen. Mit mega großen Dartpfeilen. Ja, und das ist unser Nachhilfelehrer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der wird schon gleich wiederkommen. Solange müssen die halt hier kurz warten. Ist einfach so. So, und dann endet das Studienjahr auch gleich, wenn mich nicht alles täuscht. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur, falls ihr es nicht bemerkt habt.
Wunsch nach Kräutergarten. Da gucken wir nochmal rein. Wassermarsch, was ist das? Na, vermeiden. Bieten einen Bonus an, wenn wir unsere Kehlen. Oh, durchschnittliche Getränkewertung 70%. Das nehmen wir natürlich an. Tag der offenen Gastronomie. Das nehmen wir auch an. Drei Bewerber kommen da durch hierher. Das sollte doch, denke ich, passen. Überschattet von Schulden. So. Inspektion im Gang. Also, das kommt jetzt auch eben noch. Tja, aber wie es weitergeht und wie die Inspektion ausgeht, das sehen wir leider erst beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Was macht er? Denkt an den Daumen nach oben. Gerne ein Abo dalassen, falls ihr keins habt. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.